Nächste Frage für Mario Barth und die Gülcan. Gülcan, hör mal. Gülcan, das ist eine Frau, wa? Und Frau, ey. Ach, der Mario, zu jedem Thema ein Witz. Also, ich kannte ja auch mal einen Witz, ne? Und der war so hammer, mega, derbe, geil, weiter. Da weiß ich aber nicht mehr, wie der ging, den habe ich vergessen. Aber hör mal, Barbara, lass den Mario doch ruhig labern. Das macht dir gar nichts. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin ja so eine aufgeklärte, lockere Türkin, weißt du? Ich meine, ich sag ja auch Ficken und Scheiße und Titten und sowas, weil ich bei Viva bin, weißt du? Die Gülcan hat auch immer was zu schnacken. Der erinnert mich an meine Freundin, hör mal. Meine Freundin ist auch eine Frau, wa? Ey, wie krass ist das denn? Ey, Mario, ich habe auch eine Freundin und die ist auch eine Frau. Sehr interessant, ihr zwei, aber wir haben leider keine Zeit zur nächsten Frage. Herr Boning, geben Sie dem Affen Zucker. Affen, ein gutes Stichwort, Frau Ehrlichmann. Wäre ich ein Affe, würde ich mir wahrscheinlich jeden Tag die gleiche Frage stellen, nämlich, was passiert, wenn ich 2 Kilo Zucker in einem halben Liter Wasser auflöse und diese gesättigte Lösung dann mit einem Schlag trinke? Der Finger wird ganz dick. Nun wartet doch erstmal die möglichen Antworten ab. Typisch Frau, wa? Keine Geduld. Ist wie beim Schuhe kaufen. Kennst du das? Schuhe kaufen? Schuhe kaufen mit der Freundin? Kennst du das? Klassiker. Natürlich wird Zucker von Negroiden-Sklaven auf mexikanischen Zuckerwattefeldern gepflückt. Boah, ey, wie gemein. Die armen Sklaven. Ach, das war doch nur ein Spaß. In Wirklichkeit habe ich null Ahnung, wo Zucker herkommt und woraus er gemacht wird. Apropos Zucker, Gülcan zuckt gerade so, als hätte sie sich für eine Antwort entschieden. Ja. Ich will die Antwort A. Du meinst also, man entschlüsselt das Geheimrezept für Cola? Bitte? Ach so, nö, das ist ja totaler Quatsch. Aber A ist meine Glückszahl, weißt du? Glückszahl? Da habe ich neulich auch eine Geschichte erlebt. Da war ich mit meiner Freundin in Urlaub. Mario, sag uns mal lieber deine Antwort. Wie, was? Ist mir doch nur als Piep, nehme ich halt die erste Antwort. Okay, dann loggen wir das auch ein. Ach nee, darf ich ja nicht. Die feine Frau Gülcan hat ja schon A gewählt. Ist doch egal. Nehmt meinetwegen die gleiche Antwort. Das ist ja hier nicht gegen die Regeln. Natürlich. Kenn ich doch auch von meiner Freundin. Nachher heißt es dann wieder, du hast ja nur gewonnen, weil du mit doppelt so viel Schachfiguren angefangen hast. So, Mario, du nimmst jetzt Antwort C. Man verschüttet alles Basta. Herr Boning, her mit dem Zeug. So, Prost ihr beiden und schön austrinken. Halt doch gesagt, alles verkleckert, Antwort 10.